Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland, genauer gesagt bei SMWS. Und heute habe ich hier eine Abfüllung von der Distillery 36. Das ist Ben Rhynes. Und das ist Punkt 170, 170. Fass, was dort abgefüllt wurde. Und da steht da drauf ganz groß: Massaging Mangoes. 192 Flaschen, die war heiß begehrt, um ehrlich zu sein. 22 Jahre alt, ungefähr 112 Euro, die teuerste Flasche, was ich bisher jemals im SMWS gekauft habe. Dort wurde am 15. August 1997 destilliert und dann 2019 abgefüllt. Das ist ein Second Fill Ex Bourbon Cask. 60,2% nach 22 Jahren. Wie stark war der abgefüllt? Whisky Base Nummer 146127. So, ich habe einfach mal überlegt, womit kann ich es vergleichen? Ich habe nichts, was so alt ist, denn sonst von SMWS, Scotch Malt Whisky Society, in ein Verein, den man eintreten muss, wo man Mitglied sein muss, damit man überhaupt das Recht hat, hier Flaschen zu kaufen. Deshalb habe ich eine ähnliche Flasche jetzt hier. Das heißt Spicy and Dry. Das sind hier diese Farben hier. Und ich habe The Milkman with a Red Oven Glove. Das war 59,60. Das war ein Deninich. Und das war nur 10 Jahre alt und das hat nur 55% hier nach 10 Jahren. Der hat 60,2 nach 22 Jahren. Deshalb frage ich mich ehrlich gesagt, wie stark der abgefüllt wurde. Gut. Ja, das ist schon meine, ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, meine 10. Flasche, die ich hier vom SMWS jetzt hier gekauft habe, seitdem ich Mitglied geworden bin. Für mich ist es halbwegs easy. Denn ich kaufe mir die Flasche, ich mache ein Video davon, ich stelle sie in meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe und weg sind sie. Ich muss sie nur noch abfüllen, wegschicken und dann bin ich sie los. Übrigens neues Design, falls es jemand aufgefallen ist, seit Januar 2020 sieht der Logo hier aus, der Label sieht am Wochen ein bisschen anders aus. Bisher war es in der Mitte, was vieles abgedeckt hat. Jetzt ist auf der Seite hier endlich das und deckt das nicht. Das ist ganz gut. Oft habe ich das Problem, so wie zum Beispiel hier, wenn es eine dunkle rote Sache ist. Hier, ich nehme den hier. Manchmal kann man den 7 gar nicht hier sehen. Das war nicht so klug ausgedacht von denen. Und die haben ein paar Sachen optimiert da drauf. Bravo, bravo, bravo. So, was kann ich noch hier sagen dazu Ben Rhynes? Ben Rhynes und ich, wir sind noch keine gute Freunde. Ich glaube, ich habe zwei Videos bisher von Ben Rhynes gemacht oder drei. Eine war der Flora und Fauna, da war sehr, es wird beschrieben auch hier in unserer wunderbare Malt Whisky Bible, nenne ich das, Malt Whisky Yearbook 2020. Eine sehr meaty Whisky, sehr fleischig und sehr viel Schwefel da drin. Also das Interessante ist, die haben tatsächlich hier Worm Tubs. Und was steht denn hier drauf? Hier steht, die haben Cast Iron Worm Tubs, also Gusseisen Worm Tubs, was alle anderen haben Kupfer. Also dieses Gusseisen ergibt Zeit und dass es ein bisschen mehr Schwefel kommt da rein, weil weniger Kupferkontakt ist. Was gibt es noch hier zu sagen? Second Fill Ex Bourbon, okay, warum nicht? Also das heißt, es wurde in Amerika abgefüllt, es wurde ein First Fill Bourbon in Schottland benutzt und es wurde ein drittes Mal benutzt. Also wenn man 4 Jahre Amerika, 12 Jahre dann dort in Schottland und nochmal 22 Jahre, heißt dieses Fass ist fast 40 Jahre alt, Wahnsinn. Und Massaging Mangoes, also Mangoes massieren, ist eine interessante Beschreibung. An der Nase? Oh, der ist anders. Ben Rhynes und ich, wir mögen uns noch nicht. Und deshalb, also das ist hier für mich die perfekte Flasche, um endlich Ben Rhynes nochmal kennenzulernen. Bisher habe ich eine Glenlossie gekauft, der einfach mal Sherry-mäßig war. Der war lecker, aber von der Distillerie habe ich echt wenig mitbekommen. Und hier eine Ex-Bourbon-Fass, 20 plus Jahre, perfekt, um einfach Ben Rhynes hier kennenzulernen. Früher wurde alles dreifach destilliert, heute haben sie es einfach mal auf umgestellt auf zweifach, habe ich hier gelesen. Wo ist das hier? Das ist denn 2012 wurde alles umgestellt, alles wurde computerisiert und so weiter und so weiter. Vorher war es denn dreifach und jetzt haben sie einfach über Bord geworfen und seitdem machen sie praktisch nur noch zweifach. Das ist für mich jetzt die Frage, höchstwahrscheinlich dreifach destilliert, ja?
So, wir haben einen Rum, Agricole, mit tropischen Früchten, zusammen mit ach Mann, ich vergesse immer Nutmeg hier. Und Ausspeis ist Piment. Und Nutmeg hier ist unsere andere Haselnuss und seidige. Massiert mit auch dieses Massageöl an Mangos. Ich weiß nicht, ob ich Mangos mit Massagenöl haben will. Scheibenkleister, ich krieg Massagenöl jetzt. Ah, das hätte ich bloß nicht gelesen. Ich bin in der Sauna, jemand hat vorher massiert und dann genau eben diesen Geruch habe ich. Wow. Shame on me, für, dass ich das hier gelesen habe. Okay, super. 60,2% nach 22 Jahren. Ich erwähne es noch einmal, ganz schön hoch. Haut mich noch nicht um. Oh ja, am Ende. Oh, sehr fruchtig am Ende. Schön. Nice. Nice. Wow. Das ist eine. Wie hat Ralfi die genannt? Authentic Whiskey. Die wahre Frage ist, ob ich irgendwas von diesem Muskat-Nutmeg hier schmecke. Das ist nicht ein Gewürz, den ich gerne benutze. Das ist nicht ein Gewürz, den ich gerne auch in meine Whiskys gerne habe. Aber ich kriege die ganze Zeit diese Massagenöl nicht mehr aus dem Kopf und nicht mehr aus dem Mund. Also, ich gehe hier rüber zu meiner Tenetitsch. Und ich versuche mal, mein Geschmacksprofil hier neu zu eichen. Danach werde ich den gut verdünnen und danach werde ich den einfach normal trinken mit vielleicht ein paar Tropfen Wasser. Dieser Whisky hier war für mich eine kleine Überraschung. Der hat was. Der ist echt gut. Der war noch erhältlich, zumindest Anfang 2009, am Januar 2020. Das war irgendwie für mich ein bisschen unter dem Radar fliegende Whisky, der einfach sehr, sehr gut ist. Wer einen Ex-Bourbon gereifte Whisky haben möchte, First Fill Hogshead Ex-Bourbon. Lecker. Sehr, sehr schön. Gut. Wir gehen hier rein. Wir machen ein bisschen viel Wasser hier rein. Ich versuche immer wieder knapp unter 40 oder um 40 herum zu landen. Ben Rhines ist genannt nach dem Berg. Ben Rhines ist direkt am Fuß von diesem Berg. Ganze Wasser fließt da runter. Auf die andere Seite hat man Glenallachie zum Beispiel. Das ist wirklich, wenn man Speyside ist, da kann man diesen Berg sehen. Und dann um den Berg herum sind die ganzen Distillerien. Die einfach vom, der ganze Wasser fließt da runter und dann haben sie einfach dann ihre Distillerie dort aufgebaut. Ich gehe hin zu ihrer Tasting Notes ganz kurz. Denn ich habe hier tropische Früchte zusammen mit Apfel, Birnen, Pflaumen auf einem Bett von sehr schwer und gut polierten Öl. Okay, diese poliert, diesen ölige ist hier. Ammoniak, Walnuss, Haselnüsse. Getrocknete Orangenschale. Genau, also dieses Massageöl auf reifen Mangos. Süße Haferkekse. Butteriger Popcorn. Getrocknete Lavendel. Bisschen Erdbeerkekse. Fruit Scrones, also bisschen Schlagsahne obendrauf. Nochmal Muskat, nochmal hier Piment, Pralinen, Macadamiennüssen. Alles die Beschreibung hier vom S&DS. Also meine Beschreibung sagt.
Ja, also das ist der beste Ben Rinnes bisher mein Leben. Dennoch ist das nicht genial. Die ganze Zeit habe ich ein bisschen grassige Moment. Also ich habe hier eine andere Flasche gekriegt. Ich habe hier den 46, was Glenlossie ist. Und die ganze Zeit denke ich, dass es eher ein Glenlossie Whisky ist. Oder auch diese Manoj Moor. Der ist sehr für mich floral. Also mit viel Wasser drin übrigens. Sehr grasig. Ich kriege nicht Schwefel, ich kriege keine fleischigen Noten. Ich kriege hier eher ein typisches Space Cider, der auch ist, aber nicht unbedingt das, was ich bisher bei Ben Nevis im Glas hatte. Ob das denn meine Signatory-Abfüllung war oder ob das meine Flora und Fauna war. Der ist okay. Okay, noch einmal. Und gebe ich eine Benotung ab. Wir bewegen uns allerdings in den Bereich vom Dreier heute. Also das haut mich nicht um. Vielleicht hängt es dazu mal zusammen, damit zusammen, dass es tatsächlich hier einfach mal eine Ex-Bourbon-Abfüllung ist. Vielleicht bin ich doch eher der Sherry-Typ und so weiter. 22 Jahre alt ist schon eine Ansage, Leute. Und 60,2% ist auch nicht ohne. Und ein Preis von 100. 1119 Euro, was auch immer ich bezahlt habe mit der Umtauschkurs, ist schon nicht wenig hier. Nussige Massagenöl. Mangos kannst du weglassen. Mangos habe ich hier gar nicht. Auf eine Schweizer Alm. Also wirklich eine Wiese dort mit Heidi und so weiter, Ricola ein bisschen, aber ganz, ganz schwach, ganz verdünnt. Vanillig. Eiche ist ganz, ganz, ganz schwach. Und ganz, ganz leicht ein Karamellnote. Also wert das echte verdünnt auf 2%, sage ich mal, ja? Ein letztes Mal Prost. Sláinte. Erstaunlich gut trinkbar bei Fassstärke. Ganz weich. Ganz toll eingebundener Alkohol. Aber nicht wow. Nirgendwo habe ich hier das Gefühl, dass ich sagen will, Mensch, das ist aber toll. Sondern ich denke, jo. Und das ist das Problem hier. Da ist ein nichtssagender Whisky für mich. Ich finde keinen Mangel, aber ich finde keine herausragende Eigenschaft, wo ich sagen kann, schön. Ich krieg schon wieder Massagenöl. Man könnte auch Mandelöl sagen, wenn man will. Alles ist ein bisschen auch runtergedreht. Das ist alles dezent, alles sehr, sehr introvertiert. Und manchmal habe ich doch gerne einfach mal einen Whisky, der pau, pau, pau macht und sagt, ja, nochmal bitte. Und der ist sehr britisch, der ist sehr understatement. Nicht schlecht, aber nicht wow. 3 plus. Preis-Leistung 3 minus. Ich finde diese Whisky hier ein bisschen teuer. Ich habe extra einfach den gekauft, weil ich dachte, hey, ich gebe ein bisschen Geld aus, ich schaue mal, was daraus wird. Der Beschreibung Massaging Mangoes fand ich auch ganz toll. Auch die Werbung dort von SWS war, Hype, Hype, Hype. Also nur eine Flasche pro Person, bla, 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 bla. Und naja, gut. Ist nicht so ganz meine, muss ich sagen. Ist nicht schlimm, ist nicht schlecht. Aber nicht, kein, ich greife diesen Whisky nicht ganz so. Da ist eine gewisse Süße da drin, die schreiben auch dann hier von dieses Rum Agricole, also dieses Zuckerrohr da drin. Es ist schon ein bisschen süß, man hat ein bisschen Muskat vielleicht, man hat diese Pimette, man hat diese Haselnüsse, man hat auch diese Massageöl, aber irgendwie seidig ist er auch für 60,2%. Okay, ja, Jason ist hier irgendwie. Ich muss ein bisschen Zeit damit haben, vielleicht. Der ragt nirgendwo heraus.
Oh, ich könnte böse sein, der sind gute Japaner. Versteht, ja? Japanische Whiskys sind auch nicht, die sind gut balanciert. Das ist eine gute Japaner, das ist eine gut balancierte Whisky. Und wer danach sucht, nach so ein gut balancierter Whisky, ist hier absolut toll aufgehoben. Besser, als ich jemals gedacht habe beim Ben Rinnis. Aber irgendwie kriege ich keine Beziehung zu diesem Whisky. Irgendwie klickt das nicht so für mich. Jetzt spontan, bei Öffnung dieser Flasche und bei dem Drehen diesen Videos. Vielleicht später werde ich ein bisschen mehr mich damit beschäftigen können und irgendwann werde ich sagen, oh, oder irgendwann werde ich sagen, na, okay, gut. Es gibt Flaschen, die einfach man Zeit braucht, bis sie leer werden, weil man greift nicht danach. Und das, so eine Flasche ist das. Nichts verkehrt, aber nichts herausragend. So, meine Frage ist, welche Whisky ist genauso, wie ich es beschrieben habe? Ein sehr schön ausbalancierter Whisky, aber ohne Hervorragung. Keine Ahnung, ob das ein Wort ist. Also, welche Whisky ist für euch? Also, für mich ist der Hibiki Harmony zum Beispiel so ein Whisky vom Japan. Ja, der ist perfekt ausbalanciert, aber ja. Also, manchmal braucht man ein bisschen irgendwas, wo man dran greifen kann und sagen, jo, jetzt habe ich hier mein Schwefel, jetzt habe ich hier mein Frucht, jetzt habe ich hier mein Malz, jetzt habe ich hier mein was auch immer. Und nicht unbedingt arg viele Transitions, muss ich auch sagen hier. Welche Whisky ist für euch? Ich greife trotzdem einmal nach. Ist einfach mal dieses eine fast perfekt ausbalancierte Whisky. Und das könnte genau diese Sache sein. Aber ein bisschen teuer dafür. Ja? Also 3 Minus in Preis-Leistung. So, bitte liken, bitte abonnieren, bitte auf meine Sample-Liste schauen. Vielleicht ist was davon übrig geblieben, weil es so teuer ist. Wer weiß. Teuer ist nicht immer besser. Das merkt man auch immer wieder, immer wieder. Wenn ich eine Wahl hätte zwischen den beiden, würde ich hier rüber gehen. Also diese Whisky hat echt ein bisschen Charakter, hat ein bisschen was mehr. Finde ich echt besser als der doppelt so teure Partner hier, der doppelt so alt ist. So, immer wieder 17:30 Uhr, ups, ich verliere meine Stimme, 17:30 Uhr kommt immer wieder am Montag bis Samstag meine Videos raus und am Sonntagabend um 21 Uhr Livestream. Vielen Dank, dass ihr schaut, vielen Dank, dass ihr liked, abonniert, auf die Glocke haut oder klingelt oder aktiviert oder auch, dass ihr immer wieder meine Whiskys teilt. Auch das wäre gut, denn man möchte gerne, dass andere Leute davon erfährt, was hier passiert. Auch wenn es meine Bourbon-Videos sind, meine Irish-Videos sind, meine Scotch-Videos sind, meine Welt-Whisky-Videos sind, meine deutsche Whiskys sind, meine SMWS-Videos sind oder sonstige Videos hier sind. Ob es meine Blind-Challenges sind oder sonst irgendetwas. Ich habe eine Palette, eine Vielfalt von verschiedenen Dingen, die ich hier tue. Alles Gute euch. Bis dahin, Whisky Jason hier. Mich immer wieder könnt ihr kontaktieren unter Whisky Jason. @ gmail.com. Ja, bis dahin. Ciao.